Auf infranken.de sind alle kostenpflichtigen Inhalte mit dem Infranken-Plus-Symbol gekennzeichnet. Sie finden es direkt neben dem jeweiligen Artikel. Neben der kurzen Beschreibung, worum es in dem Text geht, wird Ihnen auch angezeigt, wie viel des Artikels noch darauf wartet, gelesen zu werden. So können Sie auf einen Blick einschätzen, wie lang der Text insgesamt ist. Falls Sie noch kein Abonnement haben, aber trotzdem bis zum Jahresende noch kostenlos auf alle Inhalte von infranken.de zugreifen möchten, benötigen Sie ein Login. Wenn Sie bereits Benutzername und Passwort haben, geben Sie ihn hier oder oben im Login-Bereich der Seite ein und melden sich mit einem Klick an. Möchten Sie sich zum ersten Mal registrieren, dann geben Sie einfach Ihren gewünschten Benutzernamen und Passwort. Sowie Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen an. Sie haben jetzt noch die Wahl, ob Sie, immer wenn Sie sich anmelden, mit dem Status gerade online in der Community angezeigt werden wollen. Dies können Sie natürlich jederzeit in Ihren Account-Einstellungen wieder ändern. Zum Schluss einfach nur die Sicherheitsfrage beantworten und Ihre Erstanmeldung abschicken. So einfach ist der Weg zu den vielen Stories, Kommentaren, Veranstaltungstipps, Videos und zur Community von infranken.de.